Hallo ihr Lieben, wir sind Tomke und Jakob, selbstständige Fotografen und wir leben und arbeiten seit mehr als 2 Jahren in unserem selbst ausgebauten Peugeot Boxer L4H3. Unsere Heimat ist das schöne Ostfriesland im Norden Niedersachsens an der Nordseeküste. Allerdings fühlen wir uns auf Reisen zu Hause. Deshalb haben wir schon viele Länder mit unserem Zuhause auf 4 Rädern besucht, zum Beispiel Griechenland, wo wir an wundervollen Stränden stehen konnten. Mit dabei ist unsere 4-jährige Labbi-Hündin Ivy, die das Vanlife genauso liebt wie wir. Damit sie auf langen Reisen in die Wildnis nicht so alleine ist, haben wir seit kurzem eine Spielkameradin für sie, unsere 2. Labbi-Hündin Alice. Seitdem wir im Van wohnen, ist unser Leben so viel farbenfroher und verrückter geworden. Vor allen Dingen lieben wir das Abenteuer und sind uns und unserem Van für nichts zu schade. Aktuell zieht es uns wieder nach Skandinavien. Auch wenn uns der Tiefschnee an unsere Grenzen bringt, lieben wir das Winter-Vanlife. Und vor allem die unberührte Wildnis des hohen Nordens begleitet uns auf unserem Winterabenteuer bis zum Nordkap, dem nördlichsten Punkt Europas. Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen. Genau, herzlich willkommen in unserem ersten Reise-Vlog. Vlog sozusagen. Genau. Denn gestern hat unsere Reise gestartet. Ja, wir sind tatsächlich endlich losgekommen mit einer kleinen Verspätung von einer Woche durch unsere Krankheit. Was man vielleicht hier und da nochmal husten hört. Ja, war ein bisschen erkältet, aber es geht uns schon viel besser. Genau. Und jetzt kann unsere Expedition ans Nordkap beginnen. Starten. Und ja, wir sind kurz vor Fehmarn. Heute im Laufe des Tages werden wir die Fähre nehmen von Puttgarden nach Rødby, also rüber nach Dänemark. Genau. Das haben wir schon einige Male gemacht und das hat immer sehr gut funktioniert, weil die fährt nur eine Dreiviertelstunde und easy peasy mit Hunden auf jeden Fall. Genau, richtig. Und ja, dann werden wir heute schon in Dänemark landen wahrscheinlich und uns ein schönes Plätzchen am Strand suchen. Das ist auf jeden Fall der Plan. Und genau, dann drückt uns die Daumen, dass wir gut durchkommen. Ja. Und genau, ich würde sagen, wir melden uns später wieder. Auf jeden Fall, bis später. Warten. Warten. Du musst halt stehen bleiben. So, so eine kleine Arsch-OP am Morgen. Du Arschloch, hilfst du das gerade? Nee, ich muss nur halten. Alice, warte eben. Ja, du musst sie aber richtig halten. Ja. Warten. Ich bin das, keine Sorge. So. Grashalm hing am Arsch, das gehört leider auch dazu. Wenn man eine gute Hundemutti ist. Da muss man auch mal. Ja, schlechter Hundeparty. Muss man auch mal in die Scheiße greifen. Musik.
Hallo ihr Lieben, jetzt mal aus dem Inneren unseres Vans. Und ja, was soll ich sagen? Wir stehen tatsächlich am Strand, am Meer in Dänemark. Also wir haben es gestern tatsächlich mit der Fähre rüber nach Rødby geschafft. Wir hatten ja erzählt, dass wir die Fähre von Puttgarden nach Rødby nehmen wollten. Und das haben wir tatsächlich auch getan. Es hat alles gut geklappt. Die Hunde haben auch gut mitgemacht. Die Überfahrt hat ja nur 45 Minuten gedauert. Und wir sind auch im Van sitzen geblieben. Also richtig entspannt, sehr chillig. Und jetzt stehen wir seit gestern Nachmittag ungefähr, ne, glaube ich. Hier an diesem wunderschönen Stellplatz direkt am Meer. Und wir haben jetzt heute entschieden, weil heute Sonntag ist, heute einen entspannten Tag zu machen, es chillig angehen zu lassen und erstmal so richtig anzukommen. Und deswegen stehen wir hier auch noch und bleiben auch noch eine Nacht hier stehen. Und ich schätze, morgen könnte es wohl weitergehen Richtung Schweden. Wir sind schon ganz gespannt. Wir haben schon von einigen Quellen gehört, dass es wohl auch schon in Südschweden geschneit hat. Ich bin gespannt. Wir freuen uns ja schon riesig auf den Schnee. Und ja, ich bin echt richtig, richtig gespannt darauf, wie Alice auf den ersten Schnee reagiert. Und ja, ansonsten geht es uns soweit gut. Wir sind guter Dinge und ja. Alles andere wird sich die nächsten Tage zeigen. Wir nehmen euch mit. Ja, die Hunde haben hier übrigens auch einen Bettservice. Da wird das Trinken ans Bett gebracht. Nein, das machen wir nur, damit die nicht immer ständig hoch und runter springen müssen. Das ist ja nicht so gut für die Gelenke. Genau. Schaut mal, Freunde, was wir gefunden haben. Wir haben am Strand einen Tannenbaum entdeckt. Keine Sorge, wir entsorgen den auch gleich. Aber dann hat Alice ein bisschen Ablenkung von Ivy, ist auch ganz gut. Ja, fein. Sieht schick aus, deine Jacke. Danke. Juhu. Und Alice, was machen Sie denn da? Wir müssen hier schon mal Müll einsammeln. Alice, Schluss.
uns jetzt einen schwarzen Labby geholt. Der wäre die ganze Inneneinrichtung für den Arsch gewesen. Wir brauchten wieder einen hellen Hund. Klarer Fall. Also, braucht man einfach. Oh, wollt ihr vielleicht live im YouTube-Video dabei sein? Also, vielleicht. Alle, die jetzt gerade neu dazu gekommen sind, sind jetzt im YouTube-Video mit drin. Ihr werdet euch nächsten Sonntag im Video sehen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Dänemark. Guten Morgen, Freunde. Wir haben gerade gefrühstückt, trinken jetzt noch unseren Ostfriesentee. Und Jakob war gerade mit den Hunden im Regen spazieren. Ja. Und schaut sie euch an. Wir haben den beiden richtig süße Bademäntel vor der Reise gekauft. Das Ivy passt ja schon perfekt. Ist halt Ivys Größe. Bei Alice sieht das Ganze noch so süß aus. Guck mal, sie ist viel zu klein für diesen Bademantel. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber wir hatten keine Lust, alle zwei Monate irgendwie einen neuen Bademantel zu kaufen. Deswegen haben wir schon direkt die Endgröße gekauft, die halt Ivy auch hat. Deswegen ist ihr das noch ein Tick zu groß. Aber macht nichts. Macht nichts. Aber sehr praktisch. So viele Hundehandtücher kann man gar nicht mitnehmen. Das stimmt. Und ja, heute regnet es. Und genau, wir haben ja jetzt schon einen ganzen Tag hier verbracht. Und zwei Nächte. Und es ist auch wirklich ein sehr schöner Ort. Aber allmählich zieht es uns Richtung Schweden. Ja. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Also, heute ist eh ein mieses Wettertag. Deswegen werden wir heute ein bisschen fahren. Genau. Damit die Batterien auch wieder aufgeladen werden. Ja, Batterie ist halt wirklich, man muss sagen, ich weiß nicht, ob wir es erzählt hatten, aber wir sind mit quasi fast zwei leeren Batterien losgefahren, Versorgerbatterien. Ja. Und die konnten wir bisher auch noch nicht voll aufladen, weil wir halt noch gar nicht so viel Strecke gefahren sind. Ja, es wird Zeit. Es wird wirklich Zeit und deswegen müssen wir jetzt auch das Video beenden, denn für das Video habe ich ein bisschen Licht angemacht. Ja. Alexa, gute Nacht. Wir müssen Strom sparen, Freunde. Genau, wir müssen Strom sparen. In diesem Sinne, bis später und drückt uns die Daumen, dass wir gut durchkommen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen. Vom nächsten Stellplatz. Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Und der 10. Januar. Und wir verlassen unseren dritten Stellplatz am vierten Tag oder fünfter Tag ist es schon. Weiß ich auch nicht. Bisschen viele Zahlen jetzt gerade. Ja. Naja, wir haben auf jeden Fall hier so einen richtig coolen Moody-Stellplatz gehabt, an dem wir vor einem Jahr schon mal standen. Und ist immer total cool, wieder an so einen Platz zurückzukommen und zu sehen, wie er sich verändert hat, aber auch, wie man sich selbst verändert hat in der Zwischenzeit. Alice aus
Die Alice wir haben auf jeden Fall inzwischen Alice mit dabei. Genau, die Alice haben wir als Veränderung schon mal mit dabei. Und beim letzten Mal, als wir hier waren, war es auch ziemlich sonnig. Ne, da haben wir noch Aufnahmen für Revolution Race gemacht und so. Aber ja, dieses moody Wetter finden wir auch schön. Heute geht es dann wieder ein Stückchen weiter Richtung Norden. Mhm. Und geht weiter. Dem Schnee entgegen. Dem Schnee entgegen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt am nächsten Stellplatz schon Schnee haben. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nicht. Aber vielleicht an dem danach. Ich will eventuell noch unterhalb von, wie heißt der See nochmal? Vettern am Fennern. Genau, vom Vetternsee nochmal in die Stadt, weil ich zu einem Mediamarkt muss und noch ein paar Sachen besorgen. Ich möchte gerne noch ein Mikrofon haben und vielleicht ein Gimbal. Mal schauen. Und ja, gibt es sonst noch was zu sagen? Wir machen jetzt eine große Runde mit den Hunden um den See. Ja, danach fahren wir los. Dann müssen wir noch ein bisschen was einkaufen, Wasser auffüllen, genau. Tanken. Denn und noch ein bisschen arbeiten. Wir haben die Hoffnung, dass man hier noch Wasser auffüllen kann. Denn an vielen Stellen ist immer das Wasser im Winter schon abgestellt. Ja. Und wow, ja, wir gucken mal. Auf, Junge. Hund, ey. Der Hund dreht auch schon wieder durch hier. Juhu, Ivy. Nicht ganz. Let's go, würde ich sagen. Ja, let's go. Herzlich willkommen vom neuen Stellplatz, Freunde. Schaut euch das mal an. Unser erster richtig schöner Seestellplatz. Woo! Mit eigenem Privatstrand und noch besser einer Einstiegsleiste. Ich hoffe, die Hunde verstehen. Oder eine Einstiegstreppe, sagen wir mal so. Aber erstmal gucken wir uns jetzt hier unseren geilen Strand an. Das sieht doch mega aus. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der See ist noch an ein paar Stellen so ein bisschen angefroren. Richtig cool. Ja, ist das fein. Ja, ist das fein, ihr Mäuse. Alles pinkelt ins Wasser. Jetzt weiß ich auch, warum der leicht verfärbt ist. Ja, also hier würde ich jetzt nicht mehr baden, Freunde. Aber ey, schaut euch das mal an, wie schön bitte. Wie schön. Unfassbar. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wie ihr seht, wir stehen jetzt doch woanders. Und zwar sind wir gestern Abend noch umgezogen, weil Frau Prösdorf diesen Platz hier noch etwas romantischer und abseits des Weges schöner fand oder so. Und genau, wir haben hier auch einen kleinen Seezugang und stehen jetzt wirklich nicht mehr so nah an der Straße, wobei die Straße auch nur so ein kleiner Feldweg war. Und hier werden schon die ersten Geschäfte verrichtet. Und so sieht es jetzt aus. Genau. Es ist ein bisschen nieseliges Wetter noch,
aber umso gemütlicher ist es im Van. Da werden nämlich jetzt gleich Brötchen gebacken, während wir Gassi gehen. Das klingt doch schon mal sehr geil und ich freue mich schon drauf. So Freunde, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, mit den Hunden mal komplett querfeldein zu laufen. Durch den Wald. Denn ich will mir unbedingt einen Stellplatz angucken. Ich zeig's euch mal. Das ist der erste Stellplatz, wo wir standen am Strand. Jetzt stehen wir ungefähr hier so an dem See. Und ich würde gerne mir den angucken. Dafür könnte ich hier so querfeldein mitten durchgehen. Und ja, das probieren wir jetzt mal. Denn der sieht auch sehr vielversprechend aus. Und es könnte durchaus sein, dass wir hier in der Nähe noch eine Nacht bleiben. Mal schauen. Drückt mir die Daumen, dass wir hier gut durchkommen. Es ist auf jeden Fall schon etwas unwegsam, aber sollte gehen. So Freunde, angekommen am Stellplatz, den ich mir angucken wollte. Ist auch ein sehr schöner Platz, muss ich sagen. Allerdings ist das Wasser ziemlich hoch. Also normalerweise stehen die Bäume hier nicht im Wasser. Und ich glaube, die Feuerstelle ist sonst auch nicht so nah am Wasser gebaut hier. Ich meine, ist auf jeden Fall sicher. Kann man die einfach mit der nächsten Welle löschen kann das Feuer, aber ja, auch ein sehr schöner Platz. Das Einzige, was mich hier minimal stört, ist, dass die Straße doch noch ein gutes Stück näher ist als bei unserem Platz. Und wir haben nur so einen kleinen Feldweg. Aber ansonsten sehr schön. Hier Mäuse, hä? Alice, das machen wir nicht. So Freunde, wie angekündigt, es gibt heute Brötchen, heiße Brötchen aus unserem Ofen und da gibt es auch noch mehr. Richtig gut. Und der Yogi-Spruch des Tages lautet, die Wahrheit liegt unter der Oberfläche, wenn du danach suchst. Spannend. Der wird auch gleichzeitig für Insta-Story aufgenommen, Freunde. Denn man muss mal echt zugeben, das ist schon echt scheiße schwierig, beides zu machen, weil du weißt nie so richtig, habe ich jetzt das schon erzählt oder war das eine Insta-Story und so. Das ist schon ein bisschen kompliziert. Aber was wir nicht alles auf uns nehmen für euch. In diesem Sinne, guten Appetit und ein schönes Frühstück. Danke, Schatz. Gerne, gerne. Schönen guten Morgen wünschen wir euch. Oder naja, ich glaube, es ist eher schon guten Mittag. Wir haben auf jeden Fall heute Donnerstag, den 12. Januar. Und es ist kurz vor 1 Uhr mittags. Genau. Also ja. Also eher guten Mittag. Guten
Mittag. Wir befinden uns gerade auf der Anreise zum nächsten Stellplatz mit ein paar Zwischenstopps, denn wir müssen noch Wasser auffüllen. Völlig falsch. Einkaufen, wollte ich sagen. Tanken müssen wir nicht, das haben wir schon. Ja, Wasser aufgefüllt haben wir auch schon. Wasser aufgefüllt haben wir schon beim letzten Mal. Also eigentlich nur einkaufen. Genau. Und was man wirklich mal eben erzählen muss, ist, wie geil das in Schweden hier geregelt ist mit den Blitzern. Ne? Also es ist wirklich so, wenn du jetzt eine Landstraße fährst, und dann, es gibt hier einige Blitzer, aber es ist auch gar nicht schlimm, denn vor jedem Blitzer kommt erst nochmal die Geschwindigkeitsbegrenzung, wie viel du fahren darfst, und dann kommt ein Schild, Achtung, es kommt gleich ein Blitzer, genau. Und dann kommt noch ein Schild, nochmal mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, und wenn du dann geblitzt wirst, dann hast du es auch wirklich verdient. Ja. Denn es ist auch noch zusätzlich so, dass die Navigations-Apps, also jetzt Apple-Karten oder so, die warnen einen auch hier in Schweden. In Schweden vor den Blitzern. Ja. Also ich finde das wirklich fair, ja. Weil hier wirst du halt wirklich nur geblitzt, wenn du nicht lesen kannst, unaufmerksam, betrunken bist oder auf alles scheißt. Ja. Und ansonsten kannst du eigentlich nicht geblitzt werden. Finde ich einfach viel korrekter als in Deutschland, wo du dann hin und wieder mal nicht weißt, oh scheiße, bin ich jetzt noch in der Ortschaft oder nicht mehr, und bam, auf einmal erwischen sie dich. Ja, oder wo du einmal da auf dem Rückweg von München warst und dann Autobahn, und die ging doch recht schnell so. Ja, ja, genau, das war eine Autobahn, da ging es genau ziemlich steil runter, und dann war da so eine leichte Kurve, und in der Kurve, wo es so bergab ging, war auf einmal 100, ohne irgendeine Vorwarnung. Und dann direkt der Blitzer dahinter. Ja, also, das war auch richtig. Einfach reinste Abzocke. Ja, ja. Das können sie auf jeden Fall in Deutschland ganz gut. Ja. Umso schöner, dass es hier nicht so ist, und deswegen sind die Leute hier wahrscheinlich auch glücklicher. Allein schon wegen den Blitzern. Ja. Wir fahren jetzt mal weiter. Genau. Wir gleich hoffentlich einkaufen. Wir haben gerade noch ein lustiges Reel gedreht auf unserem letzten Stellplatz. Vielleicht kann man so ein, zwei Fetzen davon im Timelapse erkennen, ich weiß es nicht. Ja, das müsst ihr euch auf jeden Fall auf unserem Instagram-Account anschauen. Ja, das ist sehr, sehr amüsant. Würde ich auch sagen. So, Freunde, Stellplatzversuch Nummer 1 ist schon mal gescheitert, denn hier hat jemand klare Zeichen gesetzt. Camping forbidden. Da werden wir uns natürlich dran halten, aber wir laufen hier trotzdem mal eben hin, weil einfach nur so zur Erinnerung, zum Gefühl dafür, wie es jetzt aussieht. Und ja, wir sind gespannt, denn wir waren ja vor anderthalb Jahren im Sommer mal hier, und ja, das war auch eine richtig geile Zeit, und wir sind gespannt, wie es jetzt aussieht. Mal gucken. So, Freunde, schaut mal, wie es jetzt aussieht. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch dabei war, als wir das letzte Mal hier waren im Sommer. Hier stand unser Van, und da stand der Van von unseren Freunden, und das Boot haben wir einfach, das war komplett untergegangen, und das haben wir dann mitgenommen, freigelegt sozusagen, und das ganze Wasser rausgeschöpft und sind dann damit hier über den See gepaddelt. Das war echt richtig geil. Ja, aber jetzt düsen wir weiter, denn wir brauchen ja noch einen Stellplatz, und hier ist man wohl nicht mehr willkommen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ja, ne? Aber es wird auch langsam dunkel, deswegen düsen wir jetzt weiter. Ja, aber der andere Stellplatz ist nur 10 Minuten oder so von hier. Genau, von daher. Und kein daher Problem. Hoffen wir, dass wir da was finden. Ja. Also bis gleich hoffentlich.
So, Freunde, Stellplatz Versuch Nummer 2. Diesmal laufen wir auch ganz vorbildlich erst runter, bevor wir einfach runterfahren und dann merken, dass wir vielleicht gar nicht mehr wieder zurückkommen. Oder? So haben wir das nämlich die letzten Wintertouren gehabt. Da sind wir einfach drauf losgefahren und dann war es so, oh shit. Ja. Aber es sieht schon mal vielversprechend aus. Ja. Ne, weil momentan ist überall der Wasserstand ziemlich hoch bei den Seen und da kann der ein oder andere Stellplatz ja auch mal überschwemmt sein. Wie bei dem, zu dem ich noch hingelaufen bin. Übrigens, das ist ja auch so ein bisschen, was das Vanlife ausmacht. Ne? Also ja. Es ist halt manchmal auch einfach so, dass man ein paar Stellplätze erstmal anfahren muss, bis man was, ja, Schönes findet. Was Schönes findet. Der ist schön hier. Der ist schön, aber sehr abschüssig. Ja, das denke ich auch gerade. Mhm. Sehr abschüssig. Aber man könnte sich da so rein. Ja. Da stand beim letzten Mal, stand auf dem Park von Nightbild auch. Ja, ich glaube da. Ja. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus. So, wir haben uns jetzt auch gegen den letzten Stellplatz entschieden, aber sind schon wieder an einem neuen. Der andere war einfach zu schräg, das ging gar nicht, obwohl der sehr schön war. Aber ich glaube, jetzt sind wir am Stellplatz angekommen. Der hier sieht sehr gut aus. Boote sind genug vorhanden. Direkt mit Blick aufs Wasser und der Boden ist auch ziemlich eben. Also, ich würde sagen, das geht. Ich überlege nur, ob ich gleich rückwärts reinfahre, ist glaube ich am besten, ja. Wird so gemacht. Mal wenden geht zwar, aber da sind so ein paar sehr hohe Steine und man will ja nicht irgendwo aufsitzen. Genau, deswegen gucken wir gleich eben. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Was soll ich sagen? Die Sonne scheint. Wir haben das erste Mal einen Timelapse ausprobiert, so über die ganze Nacht mit Powerbank und allem, und es scheint geklappt zu haben. Im Idealfall habt ihr das Ergebnis gerade schon gesehen. Und ey, es ist so schön. Die Sonne, ich weiß nicht, ob ihr sie seht hinter mir, kommt sie hin und wieder raus. Man freut sich einfach so heftig inzwischen schon über die Sonne, weil, ja, weil wir die jetzt einfach schon, keine Ahnung, 3-4 Tage nicht gesehen haben, weil es einfach nur grau und grau war. Und ja, dann lernt man das erstmal zu schätzen. Auf jeden Fall mega cool, unser Stellplatz ist so schön. Ach, richtig, richtig toll. Ja, heute steht einiges auf dem Programm. Und zwar ist das Erste, was wir machen wollen, nach dem Frühstück und so, ist, dass wir testen wollen, ob wir mit unserer Wasserpumpe, die wir extra besorgt haben, das Wasser hier aus dem See holen können. Das wird dann gefiltert und in unseren Wassertank gepumpt. Und ja, das testen wir heute mal aus. Wir haben auch einen fetten Eisbohrer dabei, den werden wir jetzt heute nicht brauchen, weil hier ja Gott sei Dank das Eis schon gebrochen ist. Aber ich denke mal, bei den Stellplätzen, die weiter nördlich sind, werden wir es auf jeden Fall brauchen. Und dann wird er zum Einsatz kommen. Aber jetzt erstmal so zum Probelauf. Wir sind jetzt Gott sei Dank gerade noch nicht drauf angewiesen aus Wasser. Aber ja, wir testen es jetzt schon mal.
Und es ist trotzdem gut, unseren Tank nochmal wieder komplett aufzufüllen. Denn man weiß ja nie, wann es wieder Wasser gibt. Zum Glück gibt es hier einige Seen. Die Hunde streuen dann hier schon ganz, ganz süß rum. Ach, hier liegen einfach so viele Boote. Also ich glaube, im Sommer ist das hier ein richtiger Angler-Hotspot. Aber allgemein hier in Schweden wird ja viel geangelt. Und ich habe nicht mal eine Angel dabei. Leute, schaut mal, was wir hier Feines zu essen gezaubert bekommen haben. Wir haben es zu essen gezaubert. Naja, ich habe es eigentlich gemacht. Ja, aber, wir haben es bekommen, gezaubert bekommen. Ja, du hast es gezaubert bekommen. Naja, ich musste dafür auch sehr unter den Tisch klettern. Ja, auf jeden Fall. Um die Vorräte zu holen. Und der Hund, der pennt halb auf dem Tisch. Ja. Ist auch ein lustiges Bild. Ja, hat er gehört. Ja, dann würde ich sagen, einen guten Appetit. Das sieht sehr lecker aus. Inspiriert von Jakobs Bruder. Genau, wir haben es noch nie selbst gemacht. Also das erste Mal, dass wir das jetzt machen. Genau. Ich habe Hunger, Freunde, Hunger. Guten Appetit. Guten Appetit. Einen wunderschönen stürmischen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, ohne dass es zu doll rauscht wegen dem Wind. Der pfeift hier nämlich ganz ordentlich durch die Bäume. Ja, was soll ich sagen? Gestern haben wir es nicht geschafft, das mit dem Wasser auszutesten, also das Wasser aus dem See zu pumpen. Das wollen wir heute gerne noch machen und dann geht es heute auf jeden Fall auch weiter. Denn wir wollen ja noch ein bisschen Strecke schaffen. Eventuell besuchen wir heute Nachmittag noch Freunde von uns, die wir hier in Schweden kennengelernt haben. Da die hier in Schweden ein Häuschen haben seit kurzem und vor anderthalb Jahren, als wir das erste Mal in Schweden waren, haben die einen Fotografen hier in Schweden gesucht und sind dann zufällig auf uns gestoßen, da wir gerade in Schweden waren. Und so haben wir uns kennengelernt, eigentlich eine ganz süße Geschichte. Und da haben wir uns so gut verstanden, dass wir seitdem immer, wenn wir in Schweden sind, die eigentlich besuchen. Und eventuell wird das heute auch wieder der Fall sein. Mal schauen.
Schaut mal, Freunde, da hat sich auch jemand so Seven vs. Wild mäßig hier ein Shelter gebaut. Das findet man hier aber in Schweden auch echt häufig. Hier stand übrigens meine GoPro über Nacht. Und da ist unser Van. Spülmaschinen stehen schon bereit und warten auf ihren Einsatz. Mehr alles? Schüssel? Unsere Geschirrspüler. Ja. Kann jetzt so direkt wieder in den Schrank. Ja klar, es wird so eingeräumt. Wasser sparen. Auf jeden Fall. Das muss man im Van-Life. Jetzt wird's ernst. Ich werde jetzt versuchen, oder wir werden jetzt versuchen, mal Wasser aufzufüllen. Ich sag mal so, wir haben hier schon gute oder die besten Voraussetzungen, denn da ist der Wasserauffüllstutz und hier ist gleich das Wasser. Also wirklich extrem kurze Wege. Zwar ist mein Ansaugschlauch 5 Meter, aber dafür muss ich danach nicht noch einen langen Schlauch anschließen. Ja, das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Alice hat gerade tollerweise schon einmal hier direkt ans Ufer gepisst. Also eigentlich schon halb ins Wasser. Beste Voraussetzung, um sein Trinkwasser aufzufüllen. Aber dafür haben wir unseren Trinkwasserfilter und ja, im Idealfall wird dann alles sauber und wieder schön trinkbar. So, Freunde, jetzt wird's ernst. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, weil ja, ich den Filter noch komplett neu zusammenbauen musste, weil das ist unser alter, aber den haben wir jetzt schon seit 2 Jahren im Einsatz und alle paar Jahre sollte man die Filter mal ändern. Und wir waren, ja, wir haben das Glück, dass wir nochmal einen neuen, das neue Modell bekommen konnten. Der hat jetzt auch noch einen Vorfilter, den man wechseln kann. Und genau, filtert jetzt noch besser. Und genau, da ich da leider irgendwie keine Anleitung hatte, wie man den zusammenbaut, musste ich jetzt gerade erstmal YouTube auf den Kopf stellen, um herauszufinden, wie ich jetzt was genau zusammenstecke, damit das auch alles ordentlich läuft. Und ja, jetzt baue ich mal eben die Pumpe zusammen. Wir haben uns hier extra so eine Akkupumpe besorgt. Allerdings habe ich die Akkus extra vorher geladen vor unserer Reise. Ist allerdings schon wieder 2 Wochen her. Und wie das so ist mit den guten Akkus, die haben sich natürlich schon wieder entladen. Deswegen werden die hier jetzt gerade im Hintergrund noch ein bisschen aufgeladen mit unserer Jackery. Da wir jetzt so eine große, neue, tolle Jackery haben, hätte ich mir wahrscheinlich genauso gut auch einen Filter kaufen, eine Pumpe kaufen können, die also mit Strom funktioniert. Wäre wahrscheinlich sogar sinnvoller gewesen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Es ist eh schon die 3. Pumpe oder so, die wir für diesen Einsatz jetzt hier besorgt haben. Die ersten waren alle irgendwie nix. Also wir haben wirklich von der kleinen Aquariumpumpe angefangen, was natürlich völliger Quatsch ist, weil man für die Filter schon einen Druck von ungefähr 3 Bar braucht, damit das Wasser überhaupt durchläuft. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt dieses geile Exemplar. Das ist, glaube ich, Active Fusion. Irgendwie so heißt der. Man muss hier immer ein bisschen beachten, wo das Wasser reinfließt. Das steht hier in. Das ist quasi die Flussrichtung,
Hier ist der Vorfilter drin. Das ist quasi wie so ein Wattepad, kann man sich das vorstellen. Das filtert schon mal den ganz groben Schmutz raus. Dann kommt hier der Aktivkohlefilter. Und dann kommt hier der Nanofilter, der jetzt noch nicht drin ist, denn in der Anleitung steht, auch wenn ich sie nicht habe, aber das habe ich gerade im YouTube-Video zufällig gesehen, dass man den erst einmal 20 Sekunden ohne den Nanofilter anmachen soll, um den zu aktivieren oder so. Und das machen wir jetzt. Der Aktivkohlefilter sieht übrigens so aus. Wir haben Gott sei Dank noch einen Ersatz, weil man den alle paar Jahre mal oder je nachdem, wie oft man ihn benutzt, auch alle paar Monate mal wechseln muss. Genau, ich werde das Ganze jetzt anschließen. Das ist unser Ansaugschlauch. Der saugt das Wasser an. Ich werde das gleich ins Wasser schmeißen, ohne dass es möglichst den Boden berührt, damit möglichst wenig Dreck vom Boden mit eingesaugt wird. Wird in die Pumpe gepumpt und dann von der Pumpe in den Filter, von dem Filter in unseren Van. Das ist der Plan. Ob das alles so klappt, zeige ich euch jetzt gleich. Die Akkus sind zwar noch nicht ganz hundertprozentig geladen, aber nützt jetzt nichts. Wir wollen nicht länger warten. Das mit der Jackery ist schon echt praktisch, ne? Ja, das ist schon eine große Bereicherung, muss ich wirklich sagen. So, wir gehen mal auf die andere Seite, denn da ist der Einfüllstutzen für unser Wasser. Und wir wollen ja die Wege möglichst kurz halten. So, Freunde. Hier ist... Genau, du kannst ja schon mal aufmachen. Ja, ein bisschen reindrücken dabei. Ja, wunderbar. Zack. Ich lege ihn mal hier hin. So, ich schließe jetzt schon mal den Filter an. Zack. Ich packe schon mal die Akkus rein hier. Wie gesagt, inzwischen, dadurch, dass wir jetzt diese gute Jackery haben, wäre es eigentlich schlauer gewesen, direkt eine Pumpe mit Strom zu kaufen und die an die Jackery anzuschließen, aber das konnten wir, alles das vorher konnten nicht wir da vorher noch nicht wissen. Deswegen jetzt so. Wird auch gehen. Und ich sag mal so, Freunde, alle schön folgen, ne? Feuerquelle und Tour auf Instagram. Da seht ihr immer den neuesten Scheiß, nein, nicht den neuesten Scheiß, den geilsten Stuff und alles. Und wer uns da noch nicht folgt, ist selber schuld. Also da verpasst ihr wirklich was. Folgen, folgen, folgen! Jakob ist wieder da mit Ast. Mit Ast. Und was für ein. Mit Prachtexemplar. So, das hängt hier jetzt rüber. Ja, ist halt super wichtig, dass der Schlauch halt nicht auf dem Boden hängt. Sonst, ja. Ah, guckt euch das an, Freunde. Das ist ideal. Bleib so. Ja, bleib so, Ast. Bleib so. Nicht bewegen. So, okay, sehr schön. Wunderbar. Jetzt, also machen wir jetzt einen Testlauf. Jetzt machen wir eben den Testlauf, um den Aktivkohlefilter zu aktivieren. Wir werden das mal testen. Ach ja, warte mal. Stimmt, da war ja noch was. Ganz vergessen. Man muss hier, glaube ich, noch erst Wasser reinfüllen. Ja, stimmt. Macht der Hund mich dreckig hier. Ich dreh durch. Die gute neue Jacke. Wir wollten eh nämlich noch den Becher holen, um euch gleich zu zeigen, wie sauber das Wasser ist. Vorher, okay. Nachher. Wir holen eben den Becher. Diese geilen Becher könnt ihr übrigens erwerben bei uns, wenn ihr wollt. Schreibt uns dazu einfach auf Instagram eine Nachricht. Denn, Freunde, das ist eine Limited Edition. Den Becher wird es so nicht mehr geben. Wir haben nur noch ein ganz paar, deswegen seid schnell und gönnt euch so einen schönen Home Away Pocket Becher. So, und jetzt geht's hier weiter. Ich bin schon dabei, ein bisschen Wasser einzufüllen. Das muss man machen. Das muss man machen, damit die Pumpe auch was zum Saugen hat.
So, wir haben es jetzt komplett voll gemacht bis oben hin. Ja. Da geht jetzt nichts mehr rein. Ich habe es dafür auch extra ein bisschen schräg gestellt, die Pumpe, damit es nicht direkt vorne wieder rausläuft. Durch Düse hoch. So, und jetzt probieren wir das Ganze nochmal. So, ich mache jetzt den Nanofilter rein. Ich hoffe, ihr hört uns auf der Wind pfeift hier dermaßen. Er wollte keinen, ich habe ihn gefragt. So, mal kurz laufen. Wir haben hier einen komplett neuen weißen Becher. Keine Teereste, keine Teeablagerung, nichts. Und einmal das Wasser. Jakob macht jetzt einmal das Seewasser zum Vergleich. Ja, sieht man ja ganz schön gelb. Das ist das Seewasser, wie es eigentlich ist. Jetzt schön hier rein. Wollen wir es nicht erstmal einmal testen? Schmecken? Ja, schmeckt doch mal. So, Freunde, ich trinke jetzt Seewasser. Und geschmeckt's? Dafür, dass Alice an der gleichen Stelle gerade noch reingepinkelt hat? Stimmt. Also. Ich schmecke keinen Unterschied. Also keinen Unterschied zu normalen Leitungswasser. Doch, es schmeckt besser. Probier du mal. Jakob probiert jetzt auch mal eben. Ob ich mir das einbilde oder. Schmeckt echt gut. Top. Wir füllen jetzt mal unseren Wassertank voll. Ja. Tschüssi! Tschüssi! Obwohl wir immer so spontan sind, hat es tatsächlich geklappt und wir treffen jetzt gleich unsere Bekannte, von der ich euch heute Morgen schon erzählt habe. Und genau, gehen jetzt gleich mit ihr in ein richtig süßes kleines Café, was so ein bisschen aussieht wie ein Gewächshaus. Mega, mega cool. Und genau, da erzählen wir uns einfach ein bisschen die Neuigkeiten. Ist ja gut, ich schnall mich ja schon an. Bringen uns auf den aktuellen Stand und quatschen ein bisschen, trinken Kaffee und hoffentlich gibt es ein paar leckere Cannebula, also Zimtschnecken. Ich meine, die heißen so. Und ja,
Ist auf jeden Fall schön, wenn man selbst hier im Norden Anlaufstellen hat, beziehungsweise Leute hat, die man besuchen kann. Das ist schon echt mega. So, und jetzt sind wir schon da. Tomke ist schon vorgelaufen mit den Hunden. Und ich habe jetzt nochmal das Auto umgeparkt. So, Freunde, auf unserer heutigen Stellplatzsuche sind wir jetzt gerade hier so eine Anhöhe runtergefahren. Oh, was ein Zufall, das ist der Deckel von unserem Ding. Also von unserem Bullenfänger. Die Abdeckung, was ein Zufall, dass ich die gerade gefunden habe. Wir haben hier jetzt gerade schon gemerkt, wir sind ein bisschen langsam da durchgefahren und haben schon gemerkt, es ist sehr matschig. Und mussten jetzt hier den Weg hoch, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Und hier ist es dermaßen matschig, dass wir hier den Grip verloren haben. Sieht man hier auch noch ganz gut. Und ja. Na, jetzt laufen wir hier erstmal den Weg lang, um zu gucken, ob das überhaupt Sinn macht, da noch eine Chance dem Ganzen zu geben. Aber erstmal brauchen wir eine Taschenlampe, weil sonst bringt das eh nichts. Ja, Freunde, so geht das Abenteuer los. Wir laufen jetzt mal zu dem Platz, der ist hier nur noch ein paar hundert Meter entfernt, und gucken, ob sich das überhaupt lohnt, nochmal einen Versuch zu wagen, hier mit ein bisschen mehr Schwung hochzukommen. So, jetzt zeige ich es euch nochmal. Ihr seht, es ist hier, der Boden ist hier noch leicht gefroren drunter, sogar ziemlich. Deswegen haben wir hier keinen Grip mehr und wir sind leider nicht schnell genug hochgefahren. Hier geht es noch ein kleines Stückchen hoch. Allerdings ist es hinter uns auch recht gut matschig. Das heißt, wir müssen jetzt rückwärts mit so viel Speed wie möglich durch die Pfütze fahren. Durch die halb gefrorene Pfütze. Also ihr seht, und dann da den Berg hoch, weil da geht es auch noch mal ein Stückchen hoch. Ja. Aber... Oh, Achtung, ja, richtig matschig. Mal schauen. Guck mal, wie ist das? Was für eine Moddermatsche. Ja, das wird ein Spaß. Boah! Du bist geil. Du bist Hammer. Du hast die Power. Du bist ein Biest. Kleine mentale Ansage von Tomke. Ja, wir müssen hier jetzt gleich durch. Allrad ist für Anfänger. Wir brauchen kein Allrad. Und wir müssen jetzt rückwärts hier gleich das Ding hoch. Das geht gut. Okay. Du bist ein Biest, du hast die Power. Ich nehme die Hunde mit rein. Die Satisfaction. Du schaffst das, Baby. Also ich muss das auch schaffen, ne? Ja, du schaffst das auch, Junge. Okay, let's go. Läuft schon? Nee. Läuft. Das haben wir schon mal geschafft. Okay, warte. Du musst mehr hier drauf, glaube ich. Bei hinten sieht es relativ gut aus. Ja, ja. Okay. Naja, oder Schneeketten. Ich habe gehört, Schneeketten sorgen auch dafür, dass man... Vielleicht auf einer Sandbord. Oder fahr noch mal ein Stück vor, weil jetzt hast du dir ja eine Kugel gegraben, ne?
Seite. Ganz langsam und links mehr. So. Und du musst jetzt versuchen. Ja, ich mach das mal. Ich kann da noch einen Stock drunter legen. Scheiße, Freunde, hier kommt auch noch ein richtiges Schlammloch. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Im Zweifel wird die Bergung morgen sein. Das ist schon ganz schön tief. Leuchte mal auf den Boden, ja. Ich könnte versuchen, auf den dicken Baumstamm da zu fahren, aber... Wieso sind wir so dumm? Mann, ey, wieso sind wir so dumm? Warte mal, den Baumstamm könnte ich aber vielleicht hier drunter legen, in die Matsche. Ja. Halt mal. Bleib mal. Oh, fuck, ey. Wir sind einfach immer solche dummen Leute. Wirklich. Jakob holt jetzt den Baumstamm. Und legt den jetzt gleich hier in diese Schneise. Das löst zumindest hier ein wenig eventuell das Problem. Ihr wisst es nicht. Na, wobei, vielleicht doch ein paar unter euch. Wir hatten so eine ähnliche Situation schon mal. Ja, das... Das könnte schon mal ein wenig helfen. Vielleicht sogar mehr als ein Sandblech, weil das Sandblech, das wird da vielleicht wegrutschen. Ich brauche noch einen Aufhaken, Stein oder Holz oder was. Jetzt kommen wir da drauf hoch. Hier ist auch noch so ein... Ne, den kriegen wir nicht raus. So, Sandblech kommt jetzt auch noch zum Einsatz. Einfach Safety first. Auf jeden Fall vorne links müssen wir das, glaube ich, platzieren. Weil da ist es halt auch einfach. Was soll ich dazu sagen? Wir sind einfach dumm. Schreibt es euch in die Kommentare. Wir sind dumm. Ich meine, es ist schon mal, das Gute ist, es ist ja schon mal kein Eis drunter. Bedeutet, es kann nicht so schnell wegflipsen. Das hatten wir nämlich immer im Eis und Schnee. Dass das einfach weggeflipst ist. Also Sandbott und ansonsten halt Schneeketten. Schneeketten holen. Bringen dir auch Grip, wenn du dich festgefahren hast. Weil man sieht ja schon bei unseren Reifen, da ist gar kein Grip mehr. Okay. Okay. Gut. Ah, ich mach dir Licht. Hier klappt's gut. Hier klappt's gut. Das Sandbord müssen wir erstmal abschrauben. Warte, ich guck mal auf der anderen Seite, was da ist. Wobei ich versuche ja so ein bisschen eine Rechtskurve zu machen, dann komme ich im Idealfall vorne gar nicht in das Loch rein. Ja. Ich darf aber auch nicht zu doll lenken, sonst komme ich da wahrscheinlich. Sollen wir den hier noch wegtun? Nö, das macht.
Okay. Freunde, ich stehe jetzt neben der GoPro. Nee, du rutschst vorne rechts weg. Okay, du stehst auf den Bäumen. Okay. Moment. So, ich bin wieder da, der Kommentator neben der GoPro. Also, vorne rechts ist das Sandbord. Ja, alles klar, geht nichts mehr. Ja, wir werden es schaffen. Freunde, wir werden das schaffen. Und ihr wisst, ne, ich muss immer noch pissen, wie sonst was. Habe ich das schon erwähnt? Ich muss so dringend auf Klo. Oh mein Gott, muss ich dringend auf Klo. Was hältst du von Übernachtung im Schlammloch? Nix. Weil morgen wird es ja nicht besser. Ne? Ich sag so ungern. Aber Jakob wollte für diese Tour oder generell an unserem Ende Seilwinde anbringen, ja. Aber wir haben uns tatsächlich dann noch dagegen entschieden. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Wie dumm. Ach du Scheiße, das flippst uns ja gleich um die Ohren, ne? Warte, Alice, ab da. Oh Mann. Ja, kein Spaß. Hunde, könnt ihr abgehen? Los, ab mit euch. Ab. Oh. Betet. Ivy, warte. Oh Gott, Ivy ist voll. Oh Gott. Der Haus ist voll mit dem Matsch. Wir haben alles abgekriegt. Okay, wir müssen kurz cut machen. Ich muss so dringend pissen. Ich mach mir gleich in die Hose. Ich mach mir in die Hose. Ja, eben rein los. Ich hasse es. Ich hasse es. Geh jetzt eben einmal pinkeln. Ich hab schon in die Hose gepisst. Glaube ich. Doch, hab ich. Ja, glaube ich, sagte ich doch. Ach so, ja. Aber guck mal, du siehst schon, ne? Ich krieg das gleich runtergedrückt. Ja, es macht nichts, es zeigt alles. Jakob, ich hab Angst. Du gehst alles jetzt schon drin hier. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Hunde, wo seid ihr? Oh, Ivy sieht auch aus. Ach du Scheiße. Okay. Warte, das muss ich kurz fühlen. Ja, so. Das probieren wir jetzt nochmal. Und schaut mal. Ich hab das schon weg. Oh, hier ist schon alles drin. Und guckt euch Ivy an. Sie hat auch schon die Schlammlawine abgekommen. Okay, los, jetzt musst du drauf. Okay, los geht's. Tschüss. Ich hab Angst. Ich rutsch da doch direkt mit wieder rum. Nein, du gehst einfach auf die hinterste Ecke. Warte, darf ich mich am Auto versetzen? Oder schlechte Idee? Schlechte Idee, ne? Ach, die Wasser, ich bin noch nicht gut. Ja, aber ich werde doch wegrutschen. Nein. Wollen wir jetzt diskutieren oder einmal probieren? Wenn ich da lande, gleich im Dreck. Ich bin noch gar nicht schnell genug. Okay, ich kann nochmal versuchen, geradeaus hoch. Ich bin so dumm. Warte, erstens, im Dunkeln. Wieso im Dunkeln? Ich möchte nicht mehr.
wieder zurück. Ich hatte den Rückwärtsgang drin. Die Handbremse. Nicht dein Ernst, du hast die Hand. Okay, nochmal neu. Wo ist eigentlich? Hinter dir. Muss ich wieder drauf? Ja. Du gräbst dir nur in die Hand. Ja, komm! Ja. Mann, ich sagte, du... Einfach nur duschen heute Abend! Mann! Kriegst du das rausgezogen? Also, rausgezogen? Aber ohne die Wehtun. Ein bisschen hin und her wackeln. Ja, 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 ja. Da kommt. Sehr gut. Faulen Scheißbrett, du! Okay, wir machen jetzt eben Plan. Die Nerven liegen dran. Ich will nicht mehr, ich will morgen da durch, also ich wollte diese scheiß Tour gar nicht machen. Immerhin haben wir es aus diesem Loch schon mal rausgeschafft, was auch schon mal ordentlich tief ist. Wir fahren jetzt einfach nur noch ein, zwei Meter vor. Hier ist es relativ eben. Hier ist es relativ eben. Und schlafen dann hier im Schlammloch. Ja, Freunde, ihr habt richtig gehört, wir schlafen hier im Schlammloch und machen morgen die Bergung bei Tageslicht. Frau Prüstow ist fertig mit den Nerven, was man ja auch verstehen kann. Oh Mann, das war echt dämlich. Es regnet, ja dann. Ja, wenn es jetzt noch regnet, dann ist ganz komplett im Arsch. Nee, das war der Grund, warum wir nicht ausgestiegen sind. Ach so, ja. Jetzt regnet es immerhin nicht mehr. Also, heute, Freunde, schlafen wir. Halt seine Fresse, wirklich. Schlafen wir im Schlamm. Das ist ein Scheißauto. Falls ihr unser neuestes Reel gesehen habt, da haben wir ein bisschen mich und das Auto verarscht. Weil unsere anderen Autos haben alle Keyless Go und Automatik und Allrad. Diese Karre hat nichts von all dem. Das war einfach eine Dummheit. So, ganz einfach. Ja, eine Dummheit, weil es geregnet hat. So, wir brauchen jetzt nicht weiter diskutieren. Wir diskutieren nicht, wir regen uns auf. Wir versuchen morgen hier wieder rauszukommen, ja, bei Tageslicht. Nicht. Wir werden nicht hier ohne Hilfe rauskommen, wir werden nicht. Und da hier keine Hilfe nirgends ist. Wir haben ADAC. Ja, der ADAC kommt doch nicht, weil wir uns festgefahren haben in der Wildnis. Klar, das will ich mal hoffen für die, sonst will ich mein Geld wieder. Okay, in diesem Sinne, schönen Abend, gute Nacht und bis morgen. Verzeiht mir die Ausraster in den letzten Sequenzen. Falls wir sie reingeschnitten haben, ja. Vielleicht waren sie auch nicht internettauglich. Internettauglich. Ja, ich bin dermaßen ausgerastet. Also so hat mich die Welt definitiv noch nicht gesehen. Außer Jakob. Jakob hat mich sicher. Kenn das ja schon. Jakob kennt das. Aber ja. Was sollen wir sagen? Wir sind immer noch in derselben beschissenen Scheiß-Kack-Arsch-Gesichtssituation. Der Van steckt immer noch bis quasi zum Reifen bis in den Radkasten gefühlt in der Matsche. Ja, dafür haben wir immerhin das Sandboard jetzt als Einstiegsbrett, damit wir nicht durch die Schlammpfütze direkt ein- und aussteigen. Ja, also vor unserem Van ist so eine Furche, glaube ich. Ja. Ne? Und wenn man da durchgeht, ist es, ach, die Hunde sehen aus wie der gestiefelte Kater, Freunde. Das war Katastrophe. Ja, und Ivy ist ja noch gesprenkelt, weil sie ja den Schlamm vom Reifen abbekommen hat. Ne? Scheiße, ey, die hat die ich weiß, ich hoffe, man hat es gesehen, oh, weil es ja doch ein bisschen dunkel war. Alles im Fahrerraum, das Fenster war unten auch alles reingespritzt, ich wurde angespritzt, alles voll Katastrophe. Ist auch egal, ist auf jeden Fall. Kein Wunder, dass man dann auch mal ausrastet. Oh.
Naja. Jetzt ist schon einigermaßen besser, aber auch noch nicht. Also wir haben uns ein bisschen wieder beruhigt. Die Frau war auf dem Klo, das hilft ja auch schon mal, weil sie musste auch dringend pinkeln. Ja. Und man muss auch dazu sagen, wir regen uns nicht über diese Gegebenheiten auf, sondern wir regen uns wirklich einzig und allein über unsere eigene Dummheit auf. Und mir Faulheit, tut das weh. Mir tut das weh, dass wir so dumm und so faul waren in dem Moment und gesagt haben, okay, nee, es regnet. Ach, wir fahren da jetzt durch, wird schon klappen. Das war dumm. Das war einfach dumm. Einfach einmal durchlaufen, da hätten wir schon gesehen, oh scheiße, wir versinken sogar da, wo nicht die Pfütze ist. Ja, und da hätten wir dann gesagt, okay, nee, machen wir, ich bleibe oben stehen. Besonders, weil in der Nähe auch noch ein anderer Platz gewesen wäre. Ja, aber wir wollten ja mal wieder faul sein und einfach no risk, no fun. Ja, haben wir jetzt unsere Quittung bekommen. Genau, also ihr braucht es nicht in die Kommentare schreiben, wie dumm wir sind. Und ja, wir haben auch kein Allrad, Freunde, wir haben kein Allrad, ja. Aber brauchen wir sonst eigentlich auch nicht, also braucht ihr auch nicht schreiben. Genau. Ja. Wie auch immer, wir haben auf jeden Fall jetzt schon so ein paar Ideen, wie wir morgen hier wieder rauskommen, allerdings bei Tageslicht. Ich gehe mal nicht davon aus, dass bis dahin irgendein Förster hier durch muss, weil wir waren wirklich, die Spuren waren alle ziemlich alt. Ja. Und wenn, dann muss er uns halt vorher rausziehen. Ja, also eigentlich wäre es sogar gut, wenn jemand vorbeikommen würde. Dann müssten wir morgen nicht irgendwie Schneeketten aufziehen. Aber ich oder sag mal so, hätten wir eine Seilwinde, wie ich das gerne gehabt hätte, wären wir hier auch easy erwähnt wieder rausgekommen. Ja, aber hinter uns sind kaum Bäume. Ja, aber die Seilwinde hier, ist ja auch lang. Aber ja, gut. Ja, war dumm. Aber alles war dumm. Macht nichts. Unser ganzes Leben ist dumm. Wieder ein Learning und wir hoffen, wir kommen aus eigener Kraft hier wieder raus. Also, witzig, du sagst wieder ein Learning. Diese Situation hatten wir schon hatten wir schon so oft. Ja, und wir lernen da überhaupt nicht raus. Ja. Aber dass wir in der Scheiße übernachten, das hatten wir auch noch nicht. Also, nee. Nee, das stimmt. Dass wir gesagt haben, wir haben es abgebrochen, es bringt jetzt nichts mehr, wir schlafen jetzt in der Matsche, das haben wir wirklich noch nie gemacht. Also da könnt ihr sehen, okay, die Kacke ist echt am Dampfen. Zum Glück, ihr Lieben, haben wir ja ein Gefrierfach an Bord und einen wundervollen Ofen. Bedeutet im Umkehrschluss, ich habe uns geile vegane Pizza aus Deutschland mitgenommen. Es gibt nämlich jetzt von Dr. Oetker hier vegane Salami-Pizza. And nice. Und jetzt machen wir uns diesen ganzen Scheißabend erstmal noch eine geile Pizza. Und das Gute ist, wir haben auch noch ein paar so ein bisschen Süßkram aus diesem schönen Café mitgenommen, was wir nicht ganz aufgegessen haben. Und das ist einfach jetzt reinste Nervennahrung, um wieder klarzukommen. Also ich muss echt sagen, so eine Pizza und dann so ein bisschen hier geilen Süßkram. Und Netflix. Das Gute ist, wir haben hier wenigstens gutes Internet. Obwohl wir im Schlammloch stecken. Gott sei Dank, mitten im Nirgendwo haben wir gutes Internet. Dank unserer tollen LTE-Antenne und dem geilsten Router ever. Naja, dazu geilen Eistee. Also wir machen es uns jetzt noch schön fein. Und werden jetzt essen und Netflix. So, Freunde, die Pizza ist fertig und man muss wirklich sagen, unser Ofen, der ist einfach so genial. Der ist viel besser als in Deutschland, in unserer Büro-Wohnung. Genau. Da funktioniert der nämlich nicht. Und der hier ist einfach so schnell. Ich glaube, das hat jetzt 5 Minuten gedauert für die Pizza. Und die ist richtig kross. Richtig geil. Und kennt ihr das, wenn man zu lahm ist und eigentlich Netflix gucken will und dann erstmal eine Aktualisierung gemacht wird, weil man zu spät auf Abbrechen gedrückt hat. Läuft bei uns. Jetzt wird die Pizza kalt. Aber naja. Aber wie geil die einfach aussieht. Das ist vegan, Freunde. Gönnt die euch auch mal. Nee, du nicht, Alice. Du Dr. Oetker. Beide veganen Pizzen von Dr. Oetker sind sehr nice. Die sind richtig gut. So, in diesem Sinne, wir melden uns morgen wieder und uns die Daumen, dass wir morgen aus unserem Loch rauskommen. Also, macht's gut.